D. 999 shake. FC Levanti. 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 FC oder SV Levanti. Hit auf die 1, kommt on. Digga, wie viele Sachen der gesagt hat, ne? Ich kann nicht akzeptieren, dass ich raus bin. Die Jury hat entschieden, dass ich raus muss, muss ich akzeptieren. Aber ich kann nicht akzeptieren, dass ich raus bin, weil ich hab Abdul bei UD Levante. Träume werden wahr. Jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert ist, Digga. Neues Video, was knapp ist. Ich hab keinen Bock auf das Intro, deswegen viel Spaß mit dem Video. Es ist einfach, ihr habt mich einfach schön gemobbt. Digga, wie schön ist Levante, Land? Auseinandergenommen, ihr habt mich runtergemacht. Aber ich hab niemals aufgegeben und ich werde niemals aufgeben. Leute, boah, unser Traum ist wahr geworden. Ja, ich kann das nicht im Wort erfassen. Digga, er ist einfach mit der Mannschaft. Er ist einfach mit der Mannschaft. Kannst nicht im Wort erfassen. Chat, lass es. Digga, als ob die wissen, wer da ist. Wo spielst du Fußball im Verein? FC Levanti. Freunde, neues YouTube-Video. Heute sind wir in Valencia, genauer gesagt in Levante. Und manchmal ist es einfach so, da können Träume wahr werden. Abdul war mit Sicherheit nicht der begabteste Fußballer bei Feinte Pro, aber er war ein auffälliger Charakter. Und was danach passiert ist, ist einfach... Wir haben die Spanier denen erklärt, was, also, wie der Joke ist, wieso der eingeladen wurde oder so. Der Wahnsinn. Die La Liga hat selber kommentiert, und Levante ist auf mich direkt zugekommen und wollte mit Abdul dann was drehen. Also es ist für mich einfach noch unglaublich. Heute sind wir hier, wissen gar nicht so wirklich, was auf uns zukommt. Wir wissen auf jeden Fall, dass Abdul einige Spieler kennenlernen wird. Da den Platz sehen darf, was glaube ich unfassbar ist für diesen Jungen. Ich will nicht wissen, was gleich in ihm vorgeht. Und wir werden natürlich versuchen, dass er da auch noch mittrainieren darf. Ob er ich geh jetzt auch dahin und laber irgendeine Scheiße. Wirklich in einer La Liga. Ja, Leute, ich spiele bei FC Real Madrid. Mannschaft, die sind in der zweiten Spanien. Auf einmal, du bist Real Madrid eingeladen. Liga wirklich mittrainieren darf, werden wir im Laufe des ganzen Videos sehen. Ich freue mich unheimlich auf dieses Video und wünsche euch viel Spaß dabei. Ey, Manu, dann für zwei. Zug. Jetzt geht's natürlich zu dir. Und er nimmt uns. Bahnhof Neheim. Neheim. Uns mit Neheim. Nach Airport. Airports Amsterdam. Von da fliegen wir auf jeden Fall nach Levante. Airport? Auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall, auf jeden Fall Konter ich haben. Airports Amsterdam. Von da fliegen wir auf jeden Fall nach Levante. Levante wartet auf uns. Airports in Amsterdam. Ich bin jetzt am Flughafen, gleich geht's los. Ich liebe seinen Blick und so, Digga. Es ist so geil. Ich will ihn echt sehen. Auf jeden Fall nach Levante. Auf jeden Fall. Levante, wie gesagt, auf die 1. Und das ist eigentlich ein gutes Gefühl hier. Mein Traum wurde ins Wahr. Er ist einfach wahr geworden. Und ich habe gerade so Gänsehaut. Ich weiß nicht. Ich check das immer noch nicht so. Ich realisiere das immer noch nicht, dass ich hier bin. Also mein absoluter Traum ist, den Pablo Martinez zu treffen. Einfach ein Legendenspieler bei FC Levante. Er hat keine Ahnung, wer das ist, Digga. Und natürlich, Stadiontour machen wir auch. Hat er gesagt, mein Traum wurde ins Wahr? Nein, oder? Auch mit euch zusammen. Auf jeden Fall, alles kommt auf jeden Fall hoch und ihr werdet alles mitbekommen. Auf jeden Fall, wenn ich ein Training, Probetraining da mitbekomme, mittrainiere da, ich werde alles mitbekommen. Auf jeden Fall, wenn ich ein Training, Probetraining da mitbekomme, mittrainiere da, ich werde auf jeden Fall jeden da umhauen, alle auseinandernehmen. Und die werden erstmal spüren, was ein Abdul kann. FC Levante, die wird alles auseinandernehmen. Die sollen alle kommen hier. Das ist Mentalität von einem FC Levante. Auf jeden Fall. Digga, es ist so krank, ne? Das ist Mentalität von einem FC Levante. Yeah. So, Freunde, wir sind jetzt auf jeden Fall hier am Gelände angekommen. Ja. Das gesamte Social-Media-Team, Sponsoren und hat uns von Levante super empfangen. Machen gleich so eine kleine Führung durchs Stadion. Ist aber erstmal Frage aufgeregt so ein bisschen jetzt. Schon, auf jeden Fall. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie die Aufnahme jetzt läuft. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr. Ich würde sagen, komm, lass uns nicht so lange labern, gehen wir mit den Leuten mit. Machen eine geile Tour, freue ich mich drauf. Jo. Ich hab euch gesagt, auf jeden Fall Konter. Das ist crazy bei ihm. Oh, Luis Alberto, Legende, Digga.
Ron Cruyff war bei Leventi? Hä? Jugador Granota. Hä? Lol. Das wusste ich gar nicht. Ja, wussten wieder alle. Stimmt, Chat. Oh, erst mal, dass der Chat nicht wusste? Oh, Bruder, ich kann nicht mehr. Oh. Digga, was? Was? Abdul from Levante FSV to Levante UD. Digga, Hilfe, wie cool. Hilfe. Dude, das ist geil. Levante. Allein dieses Gefühl, bei so einem Stadion auf dem Platz zu spielen, zu sein, das ist schon richtig geil. Glaub mir, also das Gefühl, dort zu sein. Oh. Für mich immer noch so geil. Letztens waren wir vor dem DFB-Pokalfinale oder so auf dem Olympiastadionplatz. Und war einfach, wenn man da unten ist, dieses Feeling da unten ist so geil, Digga. Das ist das, was ich am meisten vermisse. Stadien in der Mitte, also auf Platz stehen, das ist so geil. Number one, Levante auf Number one. Sollte das gerade Englisch sein? Ich glaube, das sollte gerade Englisch sein, Chat. Auf Number one. Levante auf Number one, Levante auf Number one. Auf Number one. Hola, Abdul, Abdul. Contado. Abdul. Chavi, tío. Abdul. Abdul. Die müssen jetzt extra von dem Training, müssen jetzt extra dahin kommen für den Dreh. Die wissen nicht, was denen blüht. Die Arme. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was ist denn so lustig daran an Abdul? Chat? Er heißt doch Abdul. Also haben die gefragt, wie geht's dir? Und er meint Abdul. Er hat sich vorgestellt, Abdul. Er ist Fan. Hey, war das so schlimm? Normal. Also, wenn du dich hallo, wenn man sich vorstellt, dann sagt man doch seinen Namen. Ist doch normal. Boba, danke für 23. Warte. Deine Mannschaftskollegen. Hola. Abdul. Abdul. Contado. Abdul. Ciao, Idiot. Oh. Abdul. Abdul. Er hat fünfmal gesagt. Er hat Back 5 Back gesagt. Okay, ich hätte es vielleicht zweimal gesagt. Sodass, ich hätte das dem ersten gesagt und dann bekommst du der zweite mit und er hat es beim dritten auch nochmal gesagt. So. Mit so einem kleinen Lächeln. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich mal irgendwann mal hier spielen werde, ich werde mein Bestes geben und ich werde die Fans auf jeden Fall stolz. Ja, ich schwöre, ist nicht schlimm. Machen. Wir werden inshallah auf die erste Liga steigen. Yeah. Fans auf jeden Fall stolz machen. Wir werden inshallah auf die erste Liga steigen. Yeah. Wir werden auf die erste Liga steigen. If you work hard, maybe one day you can play. Sí, sí, yo lo conozco. Bueno, hace tiempo empezaron las redes a inundarse de comentarios alemanes y nos sorprendió, ¿no? Y preguntamos un poco el porqué de todo esto y bueno, nos contó. Er redet mit Google Übersetzer. Als seine Geschichte dann erklärt wurde, fanden wir es alle sehr. Contó un poco la historia, Javi, la verdad que graciosa. Y nada, pues un placer que hayas venido aquí a visitarnos. Meine Community natürlich FC Levante, Leute. Meine Community ist sehr, sehr stark. Was ist deine Community? Wir werden das auch schaffen. Durch meine Community sind wir so weit gekommen, Leute. Einfach seine Community, Chat. Wir sind einfach seine Community. Hat einfach mal entschlossen. Wir sind seine Community. Make a wish as a video. Und natürlich auch durch Feinste Pro. Wir sind hier weit gekommen. Ich danke auf jeden Fall Feinste Pro und Levante auf die 1, Leute. Meine Community. Which name is right? FC. Danke an dir auch trotzdem. Vielleicht ein bisschen so. Aber es ist dein Community. C and OD. Levante, yes? Unión Deportiva. Levante UD. UD, okay. This is the correct name. Thank you, bro. Thank you, bro. Nice meeting. Freunde, kurze Werbeunterbrechung und jetzt geht's weiter im Video. Abdul, was ist das jetzt für so ein Gefühl für dich? Du bist jetzt angekommen in diesem Stadion, wunderschönes Stadion, dein Name. Sein Sweater ist cool. Riesig auf dieser Tafel. Wie fühlst du dich gerade jetzt? Was geht in dir vor für die Zuschauer vielleicht da draußen? Oh Mann, ich lebe ihn. Ich will jetzt unbedingt hier spielen. Ich will einfach unbedingt jetzt hier spielen. Es ist einfach jetzt mein Traum hier geworden. Mein Traum ist jetzt einfach wahr geworden. Wisst ihr, ich meine. Er denkt jetzt erst, er spielt doch. Celevanti, ich traue mein Auge. Er redet in Schreibschrift. Einfach nicht so. Guck mal, mein Name steht einfach. Das war irgendwann mal mein Wunsch, irgendwann mal das zu schaffen. So. Und inshallah, wir werden das auf jeden Fall mit meinen Zuschauern das schaffen und meine Community. So er denkt wirklich, er wird Profi dort. Verrückt. Nein, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in so einer Simulation leben. Überleg mal, du warst in dieser Feinde-Pro-Folge, auf einmal ist dein Name hier in Levante im Stadion.
Ich realisiere das auch immer noch nicht. Geil. Krass, geht aber noch weiter. Hier geht es ja weiter. Das ist gerade erst der Anfang. Ich freue mich drauf. Jetzt bin ich mal gespannt. Spiele hast du getroffen, ja. Stadion, auf dem Platz warst du drauf. Aber es ist jetzt erst der Anfang. Jetzt geht es gleich weiter. Ich freue mich. Gleich geht weiter mit dir auf jeden Fall, Leute. Mit dir, Bruder. Ja. Du bist der Star heute. Als erstes, dass ich bei Feinze Pro war, ich habe das niemals gedacht, dass das so weit kommt jetzt und dass ich jetzt einfach im Stadion jetzt stehe. Das ist einfach unheimlich. Dieses Gefühl kann man einfach nicht beschreiben. Und Gedanken für Zeit. Danke auf jeden Fall Feinze Pro und meine Community. FC Levante, Leute. Ich denke auf jeden Fall, dass ich Potenzial habe hier zu hier. FC Levante, Leute. Ich denke auf jeden Fall, dass ich Potenzial habe hier zu hier immer mal zu spielen. FC Levante, Leute. Sag mal, safe mit Absicht. Er weiß ja mittlerweile, wie das heißt, aber trotzdem. Dass ich Potenzial habe hier. Potenzial. FC Levante, Leute. Ich denke auf jeden Fall, dass ich Potenzial habe, hier zu dir immer mal zu spielen. FC Levante, Leute. Potenzial. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Bilder hier auf der Wand. Das hilft nicht extra, Junge, doch. Das muss schon Absicht sein. Das geht doch nicht. Mein Bild fehlt noch. Und das kommt, Leute. Nein! Das kommt nicht. Ah, das ist Jim. Noah, danke für den Zap. Nimmst ihn hoch. Dennis, er ist verrückt. Er ist verrückt. Here you have a bit more of effort to do it in cold water with ice, small bathrooms. And here you have all the shower part. But then it's small, it's cute, it's familiar, but you have a bit of all. So it's good. Enough. Very good. Dennis in the house. Boah, es ist. Dennis Schröder! Ja, glaube ich, für den Jungen auch ein absoluter Traum in Erfüllung gegangen. Ich glaube, viel mehr geht gar nicht. Weißt du, er kommt hier hin, wird herzlich empfangen, lernt die Profis hier kennen. Die sind super korrekt. Sein Name steht riesig auf der Leinwand, auf der Stadionleinwand. Das wussten wir auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben die Jungs uns von der La Liga von Levante überrascht, aber geile Überraschung. Und jetzt gehen wir gemeinschaftlich noch was essen, kommen danach noch hier hin, sind morgen auch noch da, passieren mit Sicherheit noch die eine oder andere Überraschung. Und ich habe einfach unglaublich Bock auf dieses Video mit Abdul. Sehe, wie glücklich er ist. Und das macht uns, glaube ich, alle da draußen und alle Zuschauer, macht uns, glaube ich, unendlich glücklich. Digga, wie der Chat Dennis liebt, ne? Krass. Natürlich, danke dir auf jeden Fall. Alles wegen dir. Muss auch sein. Alles wegen dir. Appreciation. Atembrause, Stimme auf jeden Fall, Atembrause, Rhythmus hier auf jeden Fall. Hier ist es, Chat, hier ist es. Alles wegen dir. Atembrause, Stimme auf jeden Fall, Atembrause, Rhythmus hier auf jeden Fall, alles läuft gut. So, Atembrause, Stimme auf jeden Fall, Atembrause, Rhythmus hier auf jeden Fall, alles läuft gut. Sogar der Keller sieht besser aus als mein Zuhause. Am Anfang haben Leute gelacht, die haben mich sehr, sehr viel ausgelacht und jetzt müsst ihr mich respektieren. Ja. Müsst ihr mich einfach respektieren. Wisst ihr, ich meine? Ja, Levante, Leute. Wir haben es geschafft bald. Levante 500er Ping. So, Freunde, wir gehen jetzt was essen. Abdul und ich haben Hunger, ne? Natürlich. Digga. Boah, sieht gut aus. Hast du schon mal Paella und so gegessen? Ich hab jetzt schon langsam, ich hab hier Muskelkater. Das geht nicht mehr lang. Das ist das erste Mal, bin gespannt, wie schmeckt jetzt. Paella ist so ähnlich wie Trochik und so, kennst du? Ja, ja. So, mit so ähnlich wie Trochik eigentlich. Ja, so ähnlich. Ist aber geil. Dann wird's schon schmecken. Essen in Spanien ist Quatsch. Scope-Sang für 8 Monate. Oh, das sieht voll lecker aus. Ist Paella? Nur rein? Essen mal gut, ne? Auf jeden Fall. Ich danke auf jeden Fall, dass sie uns eingeladen haben zum Essen. Hat auf jeden Fall sehr geschmeckt. Ja. Nett! So was brauchen wir auf jeden Fall. Nein, aber echt korrekt. Also für die Zuschauer auch, die Leute von Levante haben uns komplett zum Essen eingeladen. Echt nicht selbstverständlich, empfangen uns hier super. Und morgen ist für dich dann, darfst du da wirklich bei den Profis ein bisschen reinschnuppern, ne? Das ist doch mal Essen, Junge. Ich war schon in Barcelona, ich war in Madrid letztens. Wo wir 1000 Jahre was zu essen gesucht haben. Und ich war in Marbella, Mallorca, das zählt aber nicht, Ibiza. Ibiza ist gute Sachen. Trainingsbetrieb, völlig verrückt, hätte ich nie für Möglichkeiten, dass das möglich ist. Aber du siehst, was sie alles möglich machen. Richtig geil. Wir fahren jetzt nochmal ins Stadion, ne? Ja. Machen noch ein paar Sachen. Noch. Vielleicht noch ein, zwei Überraschungen. Wir lassen uns überraschen, was hier passiert. Ich weiß, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Für jeden Moment passiert was Neues, einfach nur geil. Passiert auf jeden Fall. Peace out, bis gleich. Morgen ist ja der große Tag, du darfst da bei den Profis ein bisschen reinschnuppern, auch wenn ich das immer noch nicht für möglich halte. Überleg mal, das ist eigentlich eine Ligamannschaft. Ich bin gespannt, inwieweit das morgen funktionieren wird beim Training.
Fühlst du dich denn auch körperlich? Ein, zwei Überraschungen. Wir lassen uns überraschen, was hier passiert. Ich weiß keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Für jeden Moment passiert was Neues, ich, einfach nur geil. Passiert auf jeden Fall. Peace out, bis gleich. Morgen ist ja der große Tag. Du darfst da bei den Profis Fall, ein bisschen reinschnuppern, auch wenn ich das immer noch nicht für möglich halte. Digga, es ist so random. Überleg mal, das ist eigentlich eine Ligamannschaft. Ich bin gespannt. Es ist so random. Magst du was sagen für den Gift-Top an Dennis? Because Dennis Schröder. Inwieweit das morgen funktionieren wird beim Training? Fühlst du dich denn auch körperlich? Wie alt ist er? So 20 so? Keine Ahnung. Mental bereit dafür? Fühlst du dich fit? Also ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr bereit. Ich bin auf jeden Fall sehr konditiert. Kondition. Was ist er? Nein, Digga. Das gibt's doch nicht. Keiner weiß, was er meint. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr bereit. Ich bin auf jeden Fall sehr konditiert. Kondition. Konditiert? Kondition? Konzentriert? Qualität? Ich weiß nicht, was er sagen wollte, ich schwöre. Also ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr bereit. Ich bin auf jeden Fall sehr konditiert. Kondition. Das hört sich an wie Qualität, talentiert, konditioniert. Bruder. Sehr, sehr bereit. Ich bin auf jeden Fall sehr konditiert. Kondition. Ach, konditiert. Ja, ich sag mal das nochmal hier. Konditiert, ne? Was willst du sagen, Bruder? Nein, so, man ist mal. Ich bin wieder bereit, so, ich fühle mich wieder gut. Ich bin konzentriert. Konzentriert, konditiert. So, Qualität auch, dieses. Weißt du, ich meine? So, man ist so wieder gut so im Leistung. So, konzentriert. Ach, Kondition. Gute ja. Kondition. Ja, auf jeden Fall, das werde ich auf jeden Fall. Bruder, ich weiß bis jetzt nicht. Er wollte nicht Kondition sagen. Noch einmal. Konditioniert, so Qualität auch, dieses. Warte. Weißt du, ich meine? So, man ist so wieder gut so im Leistung. So, Kondition. Gute ja. Kondition. Ja, auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall dir alle zeigen. Konditioniert? Was meint der, Digga? Hand-Augen-Koordination? Koordiniert? Meint er sowas? Die erste Mannschaft kann erstmal was spielen von mir. Genau, gleich ist das? Treffen wir den besten Spieler hier. Ich glaube auch, so wie du vorher gesagt hast, einen deiner Lieblingsspieler. Willst du dazu vielleicht den Zuschauern ein bisschen was erzählen? Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was der drauf hat, Pablo Martinez. Die haben auch sehr viel erzählt über den, das ist der beste Spieler. Ich habe den auch im Fernsehen gesehen. Das ist schwer zu erklären, es ist eine lange Reise, Dennis. Und ich sehe den jetzt einfach im Live, so. Das ist einfach krass, ja. Mal gucken, was der drauf hat. Gucken, vielleicht lernt er mal was von mir. Gespräch von Musti und ihm wäre sehr spannend. Best Player von Levante. Sein Vorbild? Keine Ahnung, was es ist. Ey doch, Chat, der hat doch eine Dings. Er hat irgendeine Special Card gehabt, oder? Gabriel Martinez, der hatte eine Halloween Card oder so vor ein paar Jahren. Irgendwas hatte der. Englisch, you please. Englisch? Den gab's bei Dings, wie heißt es? Bei United gab's den als Spieler. Ich weiß nicht, welche Karten wir hatten. Hier ist Englisch. How are you? I'm fine, thank you. Hier ist Englisch. How are you? I'm fine, thank you. Thank you. Wow, so much surprise for you. I'm crazy. Weil dass die Spieler sich die Zeit nehmen und so, ne? Das ist schon. Thank you so much, ey. Crazy. I like it. Oi, Abdul. Abdul, this Abdul. One. Abdul. Yes, Abdul. Abdul. Thank you, bro. Nice to meet you. Best player. Best player. Pablo. Thank you. Bro. Thank you so much. Hey! Abdul! Sehr, sehr gut. Das ist einfach mein Trikot, was ich immer haben wollte. Und FC Levante auf die 1 Seite. Und ich verlose. Wer das immer. Oh nein, verlost er wieder? Ist auf jeden Fall dir das Trikot. Ich verlose dir das Trikot. Schreibt einfach einen Kommentar. Er verlost das Trikot von dir? Hä? Ich verlose auf jeden Fall dir das Trikot. Ich verlose dir das Trikot. Schreibt einfach einen Kommentar. Levante auf die 1. FC aber diesmal. FC Levante auf die 1. Ja, ich. Baller das auf jeden Fall in die Community gerne raus. Also, Trikot von mir könnt ihr abstauben, deins behältst du selber. Natürlich, ne? Das sowieso. Nummer 10 wird verlost. Nummer 10, meins wird verlost. Gerne einfach kommentieren, liken, abonnieren. Dankeschön dir. Jetzt musst du nur noch so spielen. Jetzt musst du nur so spielen. Inshallah, bald, Leute. Luca, danke für den Sub. Hi, guys, my name is Dia. I'm a content creator in Germany. And today we are. With Pablo Martinez, one of the best players here in Levante. I have a short questions for you, and you have to give me a short answer.
The best icon player for you? Zinedine Zidane. Two German players that play on Levante. German players. Skodra Mustafi. And Mustafi was here, yeah. Christian Lille. Christian Lell war bei Hertha, der war auch bei Bayern, ne? Bruder. Ein Player. Toni Kroos. Ja, gut. Toni Kroos. Three German teams, you know? Es ist Freiburg. Freiburg, oh, crazy. Ja. Bayern Munich. Bayern Munich, ja. Und Borussia Dortmund. Borussia, easy. A stadium. Europa Park. Europa Park ist. What? Aber guck mal, wie einfach wir so spanische Vereine aufzählen könnten. Also auch die Spieler so. Die können ja auch so Real Sociedad und so ein Scheiß, Betis Sevilla. So, man kennt so voll viele. Die haben voll Stress. Der denkt gerade so an Bayern und Dortmund. Freiburg? Why you know, FIFA? Freiburg. Ja, ich meine auch Fußballer. Fußballer, die könnten das auch, weil sie sich einfach damit auseinandersetzen. Crazy. Your best quality. Box to box. Box to box. Kommt der Bro auf Freiburg? Vielleicht hat der Dings. Angebot. And what do you think Abdul's best quality? One is fast player, no? and very good dribbling. Nice is this. And great shot. He's like Messi. Perfect. Thank you, Pablo. Komm, wie sein Körper so. Hat er den einen wirklich gegen die Nase bekommen? Nee, oder? Jetzt. Nee, ich glaube, weiß nicht. Ich wollte es nicht sagen. Was ich auf jeden Fall bei Feinds Pro gelernt habe, ist auf jeden Fall niemals aufgeben auf und immer daran glauben. Und jetzt nehme ich mal den Pablo Martinez an die Leine. Es ist auf jeden Fall erste Challenge. Man kriegt so drei Bälle geworfen und muss halt in dem Viereck da stoppen. Mal gucken, wer da schafft. Ich nehme mal die Leine. Oh. Mit Signature. Einfach an die Leine. Boah. Oh. Ja, was hat er für lovely touches, Alter? Bücher? Was ist das für ein Gefühl? Mit den Gucci-Schuhen. Also auf jeden Fall, wir sind gerade hier in Levante und es ist hier ein besonderer Raum hier. Ja, jedes Mal sagt er auf jeden Fall, das ist so crazy. Also dürfen auf jeden Fall nur besondere Leute... Da muss man mehr Dings, wie heißt das Wort? Aber auch mehr Konjunktionen, um Satz einzuleiten, Digga. Reingehen, natürlich, ich bin der besondere verfeinste Pro-Kapitän. Und hier, was denkt ihr, wird der Schuh hier mir alle passen? Echt Legendenschuhe. Wo ist denn Schuh her? Freunde, heute der erste Tag ist vorbei. Ich glaube, für Abdul und für mich auch 100% ein unvergesslicher Tag. Also die Gastfreundschaft hier und natürlich auch das, was wir erleben durften, unfassbar. Ich glaube wirklich, keine Ahnung, ich mache seit 4 Jahren Social Media. Für mich hat noch nie jemand sowas gemacht, so ein Zirkus. Ich finde das so geil, ich gönne dir das vom Herzen. Ist auch erst der Startschuss quasi. Morgen geht's ja noch mal weiter. Jetzt gehen wir gleich noch ein bisschen ins Hotel, relaxen, gucken, was der Abend so bringt. Und morgen sehen wir dich endlich in der Fußballtracht hier. Morgen trainieren die? Türkeci Levante. Levante. Vom Sportclub Levante. Da kannst du mal ein bisschen zeigen, was du so drauf hast. Natürlich. Und wird mit Sicherheit auch sehr unterhaltsam und cool. Und deshalb freuen wir uns drauf, dass es gleich weitergeht. Nimmt er jetzt mit? Also, das war ehrlich heute ein unvergesslicher Tag und den werde ich auch niemals in meinem Leben vergessen. Auf jeden Fall, ich hatte den Traum, irgendwann mal irgendwo hier zu spielen, irgendwann mal mein Bild zu sehen im Stadion. Und dann, ich komme ins Stadion mit einem Bild, ich kriege ein Trikot geschenkt. Diese Momente, die kann man einfach nicht beschreiben. Vielleicht glaubt ihr mir nicht, aber irgendwann mal wird ihr auch vielleicht Profi und dann guckt ihr halt, wie das ist. So. Irgendwann werdet ihr auch vielleicht Profi. Ey Mann, von wo holst du dieses auch, Bruder? Diese Momente. Irgendwann werdet ihr auch vielleicht Profi, dann werdet ihr checken. Die kann man einfach nicht beschreiben. Vielleicht glaubt ihr mir nicht. Aber irgendwann mal wird ihr auch vielleicht Profi und dann guckt ihr halt, wie das ist. So. Das ist ehrlich, ich hatte Gänsehaut, ich hatte alles.
das erste Mal, so ich komme in ein armes Land, auf einmal irgendwo Levanti, auf die Levanti, auf die 1 natürlich, meine Community, und wir haben das auf jeden Fall geschafft. Und ich hoffe, morgen zeigen wir die erste Mannschaft, was da abgeht. Also. Mittagsdank für 17 Monate. Krass. Wir wollten eigentlich gerade jetzt zum Hotel gehen und die haben uns aufgehalten, die meinten, es gibt jetzt noch was zum Überraschung. Und jetzt mal gucken, was jetzt noch zum Überraschung gibt. Wie viele Überraschungen gibt es noch? Wie viele passieren noch? Er sagt sogar zweimal zum Überraschung. Ich weiß, das erste Mal, wenn ich durchlasse, er sagt zweimal zum Überraschung. Ich weiß selber nicht. Wir jetzt erstmal zum Überraschung gehen, gucken, was da passiert. So lustig. Oi, thank you. Alles klar. Levanti auf Number One. Wollte ich noch mal kurz verfassen heute, was alles passiert ist. Ich habe auf jeden Fall gerade noch mit meiner Mutter telefoniert. Die hat auf jeden Fall sehr geweint. Es ist einfach, mein Traum ist einfach wahr geworden. Ich komme von einem armes Land, Ramschlo. Wir hatten kein Geld, nichts. Ich weiß, was arm ist, was reich ist. Also jetzt reich ich jetzt noch nicht. Vielleicht weiß ich dann irgendwann mal. Aber natürlich, wie das läuft, so, man hat keinen Hunger, man hat kein Geld, man hat kein Essen. Es war einfach sehr schlimm so. Und dann die weint so, ich hab jetzt gezeigt, wie das war. Aber so von einem armes Land, so irgendwann mal bist du so hoch. So, weißt du, ich meine, das ist der Schritt, ich habe den niemals erwartet. Aber ich habe immer an mich geglaubt und ich wollte immer weitermachen und weitermachen. Weil sonst, wenn du nicht weißt. Ja, ihr kennt das Schreiben, glaube langsam, die haben ihn wirklich erzählt, dass er Profi wird. Wenn du weitermachst, irgendwann mal steigst du ab so. Das ist also Treppe, so erste bis zehnte Etage, so wisst ihr, ich meine? Wenn du bis zehnte Etage kommst, musst du halt dann weiter kämpfen und kämpfen. Und nicht bis fünfte Etage, oh, du steigst ab. Du musst halt immer weitermachen und weitermachen. Und jetzt irgendwann mal, jetzt habe ich geschafft, ich bin jetzt irgendwo einfach einer der reichsten Städte hier. Bin ich irgendwo Levanti angekommen, an mein Levanti und dann jetzt, ich war auch im Stadion. Einfach ein sehr geiles Tag. Stadt reich ist relativ. Zu den Relationen, wo er davor herkommt, ist es reich hier. Ist eine reiche Stadt, okay? Was ein geiles Tag, einfach was. Einfach mein Lieblingstag, so, was ich sagen soll. Und natürlich, meine Eltern kommen gerade alle zu. Ich liebe euch alle. Also, was FC Levante auf jeden Fall was gezeigt hat. Die haben einfach ein Bild von mir, einfach auf dem Bildschirm, ganzes Stadion. Ich komme rein, jeder guckt mein Bild zu. Es ist einfach, ihr habt mich einfach gemobbt, auseinandergenommen, ihr habt mich runtergemacht, aber ich habe niemals aufgegeben und ich werde niemals aufgeben. Irgendwann mal werde ich das auf jeden Fall schaffen. Und Digga, das ist der lustigste emotionale Talk aller Zeiten. Eure Kommentare machen mir auf jeden Fall nichts, euer Halt macht mir nichts. Ich werde kämpfen und weitermachen und bis morgen, Leute. Freunde, heute Tag 2 hier in Valencia. Kam wieder für 44 Monate. Levante Stadion. Abdul darf gleich mit den Jungs so ein bisschen mitkicken, trainieren hoffentlich. Wir wissen auch nicht, was uns genau erwartet, aber sind natürlich super aufgeregt. Nochmal für euch, ich habe das Trikot nochmal zur Verlosung. Abdul behält seins, ist natürlich für ihn ein Riesending. Verstehe ich natürlich, meins könnt ihr gewinnen. Einfach den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dass ihr auch in Zukunft keine Videos auf diesem Kanal verpasst. Und da würde ich sagen. Ja, ne, was hat er seiner Mutter gesagt? Er hat doch bestimmt gesagt, ich bin jetzt bei Levante und ich werde vielleicht Profi und so. Die hat bestimmt voll Hoffnung jetzt, Digga. Ich will wissen, was er gesagt hat. Geh mir mal einen Tag zwei. Ich bin echt extrem. Ja, er weiß bis jetzt nicht, was er da macht. Extrem gespannt, er denkt, was gleich passiert. Ich fühle mich eigentlich sehr gut. Ich hätte niemals erwartet, dass ich heute mit den Profis trainieren darf. Ich wäre lieber sterben und nicht mit den Profis so. Das weißt du mir, ne? Weil ich hätte mir niemals vorgestellt, jetzt mit FC Levante. Mit den Profis so wartet, dass ich heute mit den Profis trainieren darf. Ich wäre lieber sterben und nicht mit den Profis so, das weißt du mir. Weil ich hätte mir niemals vorgestellt, jetzt mit FC Levante zu trainieren mit den Profis. Ich bin gespannt, wie es gleich losgeht. Und ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Und wir werden uns auf jeden Fall da auch beweisen. Also der gestrige Tag war sehr, sehr geil. Einer meiner Lieblingstage. Und heute wird der Titel auch, weil ich trainiere mit den Profis. Mein Lieblingstag. Ich bin einfach so aufgeregt ein bisschen. Aber ich hoffe, wir packen süß, das heute. Ja. Und wir zeigen dir halt, was ich drauf habe. Natürlich. Euer Abdul. Ah. Yeah.
Jetzt Probetraining. Okay, today we have a special day also for Diyara, for Abdul. Our first team is training here today. And we're gonna have the possibility to leave the treatment with them, to try to maybe they let us train with the players of the first team of Levante. And after we have a few surprises for Diyar, for Abdul, for enjoy their last day here in Valencia. Wir trainieren die im Stadion. Ich komme von Deutschland mit einer Winterjacke und jetzt sitze ich einfach an der Sonne. Was willst du noch mehr haben? Erste Training von den Profis. Es geht gerade mit Passen los. Die haben sich erstmal aufgewärmt und jetzt passen die erstmal. Und jetzt gucken wir, was da abgeht noch. Das Wetter hier erinnert mich nochmal an Bad. Er sitzt jetzt mit Fußballschuhen und hofft auf sein Einwechseln so mäßig. Fußballzeiten, einfach sehr geil. Ich schwöre, kann wirklich sein, dass die im Stadion trainieren wegen Abdul, ne? Ich habe keine Ahnung. Mich wieder wie zu Hause, warm, alles geil. In Deutschland Kälte, oder Regen, Schnee, alles Unmögliche. Ich habe gestern mit meiner Familie noch telefoniert, mit meiner Mutter, meinem Vater, meinem Bruder, alle auf FaceTime, Videoanruf, alles Mögliche. Und ich habe ihnen auf jeden Fall von dem Tag erzählt. Die haben sich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Also aus dem Nichts ist einfach das passiert. Levante hat mich eingeladen und wir sind auf jeden Fall da und ich freue mich auch. Also Feinze Pro hat auf jeden Fall mein Leben verändert. Seit dem ersten Tag, seit ich da war, bis jetzt ist alles verändert in meinem Leben. Sogar mein Schlaf ist verändert. Ich schlafe jetzt mit 21 Uhr. Also ich habe das Training jetzt schon eine halbe Stunde jetzt gesehen. Und meiner Meinung nach, ich würde da easy mithalten. Also mit ein paar Trainingseinheiten und so, ich werde auf jeden Fall den Stammplatz auch kriegen. Aber die gehen auf jeden Fall schon hart in die Zweikämpfe rein. Man muss schon aufpassen. Aber sonst easy, spielerisch und so, alles easy. Akzeptiert es einfach. Man könnte schon mithalten und so. Und ich auf jeden Fall natürlich... Easy, clap. Also was da gerade passiert ist, der eine, der will auf jeden Fall, der geht in Sprintduell und knallt gegen seinen eigenen Coach. Natürlich, was ist das für Mentalität? Natürlich würde ich easy da mithalten. Oh! Abdul! Bist du nervös? Nach dem Training leider erst. Was das für ein Gefühl, ja. Ich hab das niemals erwartet. Max sagen für 7 Monate. Warte, Leute. Boah, unser Traum ist wahr geworden, ja. Ich kann das nicht im Wort verfassen. Ich habe einfach Levante-Spieler getroffen. Wir haben Bilder gemacht. Jetzt wird auf jeden Fall ein bisschen jetzt gekickt, ein paar Challenges gemacht. Und natürlich, wir zeigen dir auch, ne? Dass sich immer Leute beweisen, meine Community-Leute. Boah, ich kann dieses Gefühl einfach nicht beschreiben. Meine Community. Lean. Links Fußball. La audiencia alemana, los aficionados son muy buenos, los campos son extraordinarios. Y desde aquí le mandamos un saludo muy grande y le seguimos. Klaus ist schon besser als er. Nein, aber er ist gut. Übertreib's jetzt. En la liga. Abdul ha entrenado con nosotros porque vimos su casting y es un jugador que tiene mucho potencial. Y nada, encantados con él, nos ha enseñado muchos regates, velocidad, es un cazatalento. La verdad que me ha gustado mucho Abdul, tiene cositas. Lo veo como Vinicius Junior, pero para el Levante, no sé, falta un cosita para el Levante. Pero lo veo muy bien a tú. Se ha integrado muy bien con nosotros y muy bueno, lo he visto cositas. Also gerade war auf jeden Fall gut, ja. Die haben mich auf jeden Fall gut angenommen. Gute Menschen, auf jeden Fall gute Leute, meine Levante natürlich. Und dann, was soll man da machen? Natürlich eingeladen, natürlich gut aufgenommen. Ich danke dir auf jeden Fall. Wir haben gerade Aufwärmung ein bisschen hochgehalten, ein bisschen kennengelernt, war auf jeden Fall sehr gut. Gleich geht's los mit Schießen und dann, ich zeig dir das. Ich habe auf jeden Fall Talent. Ihr habt gesehen, was ein Talent ich habe. Also gerade ist... Die machen doch nur ein bisschen Jokes. Ich höre aber, die Dings, die Shirts sind cool, ne? Die Aufwärmshirts von Macron. Die Bogen mit Schießen, die schießen auf jeden Fall gut. Aber natürlich, ihr wisst Bescheid, ich schieße viel besser. Ja, also was zeigen. Und das wird auch gleich gezeigt. Vorschuss. Oh, damn. Clean, Motherfucker. Boah! Also Lozan hat mich auf jeden Fall über mich lustig gemacht. Guck mal Leute, wo er steht, guck mal wo ich stehe. Dass jeder von euch will einfach irgendwo hier stehen. Ich glaube, ihr wird die ganze Zeit gesagt, sag mal nochmal was in Richtung Lozan, so mit Dings. Sag mal kurz was, so.
Sag mal, das alles von selber sagt die ganze Zeit, Digga. In 20 Grad Spanien, wer will nicht? So viel redet. Und er steht gerade in Deutschland unter minus 1000 Grad, minus 10 Grad. Wer will da stehen, Leute? Er steht eh gerade zu Hause im Bett. Ich will immer Fußball spielen, Leute, immer an seine Träume, nie auf Träume aufgeben und so alles immer weitermachen. Das ist meine Mentalität von einem FC Levante Spieler, bald. Das ist mein Jubelantrag. Yeah, Abdul. Ja, Abdul. Nice guy. Diese Umarmung. Die müssen die Umarmung jetzt das ganze Dings, das ganze Interview lang halten. Das ist jetzt das Problem. Mal gucken, wie lang es geht. Hi, we are very happy he's here with us. He's a very strong player. Thank you, bro. Thank you. Nice. Do you think you have a professional here? Potenzial. Yeah, yeah. So, potential? Do you think you have a professional here? Strong player. Thank you, bro. Thank you. Nice. Do you think you have a professional here? Potenzial. Yeah, yeah. A lot of potential. Yeah. Yeah. Thank you, bro. Es war einfach geil. Potential? Geil, mit so welchen Spielern auf dem Platz zu sein. Das war einfach, man kann es einfach dieses Gefühl nicht beschreiben. Ich war einfach eine halbe Stunde auf so einem Stadion, was jeder von euch draußen einfach wünscht. So, was ich meine. War das der Trainer-Chat? Nee, oder? Das sah aus wie so ein Torwart-Trainer oder so sein Manager oder Ball. Sei doch der Platzwart so. Ja, ich weiß nicht, was heißt. Physio. Ah, Physio auch gut, ja. Ich hatte einfach den Traum, einfach Profi zu werden. Und jetzt habe ich noch mehr Bock, Profi zu werden. Auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall mit den Leuten, mit den 11, es waren auf jeden Fall 21 Leute, die da waren. Ich habe mit denen auf jeden Fall geredet, wir haben kennengelernt, die fanden mich auf jeden Fall super cool und so. Ja, wir haben auf jeden Fall einen Elfmeterschuss auch gehabt. Ich bin seit gestern hier und ich finde alles einfach super, was hier läuft. So einfach Wetter spielt gut mit. Alles einfach krasser als Deutschland, würde ich jetzt sagen. Leute, einfach die Stimmung war unheilsam. Die Trainer sind zu mir gekommen. Nächstes Fragezeichen, Chat. Was ist los? Deutschland, würde ich jetzt sagen. Leute, einfach die Stimmung war unheilsam. Die Stimmung war unheilsam. Die Trainer sind zu mir gekommen. Zweite Liga. Das ist einfach zweite Liga-Mannschaft. So, wisst ihr, ich meine, bei euch, vielleicht beziehst du ja Kreisliga. Bei mir, ich komme einfach zweite Liga, Levante. Leute, wisst ihr, ich meine, die Trainer reden mit mir. Ich hatte meinen Spaß gehabt. Wir haben viel geredet. Nein. Alles war los und so, ne? Was ich meine, am Monat, wie Alanka. Wir haben viel geredet. Alles war los und so, ne? Was ich meine, am Monat. Das war mit Absicht. Das war, man sieht es. Guck mal. Spaß gehabt. Komm, wir nach hinten geredet. Alles war los und so, ne? Was ich meine, am Monat. Die Alanka. Estaban muy contentos. La verdad es que Abdul ha hecho un gran trabajo. Joa. Aquí ha superado las pruebas. Es un gran chico y tiene unas condiciones bárbaras para poder desarrollar su capacidad aquí en el Levante Unión Deportiva. Er bekommt so einen 3-Tages-Vertrag und der darf so ein Spiel im Kader oder so. Oh mein Gott! Er kommt rein, 87. Minute, er macht Tor. Stell dich mal vor. Und dann kriegt er irgendwo einen anderen Vertrag. Also auch so zweite Liga. Paso el contrato, que te une para las próximas. Die geben den Knebelvertrag. Denkst du, es würde ihn jucken? Cuatro temporadas con nosotros. Der 1 für 0 Euro. Spielst du Fußball im Verein? Verein? Levante, Spanien. Sag mal Levante oder sag mal Levante? Levante auf jeden Fall, beides ist gleich. Das Topfer, du spielst da. Okay, sorry. Es no es para ti, es para Mr. Joe. Mr. Joe? Alles gemacht, ja, was ist das, ja? Ich hab keinen Bock mehr auf euch, ja? Amana Kimi. Ich hab FC Levante auf die 1 gemacht, jetzt FC Levante auf die 9. Und dann meine Eri FC Levante. Freunde, für uns gingen, glaube ich, echt richtig schöne Tage zu Ende. War wirklich ein geiler Trip mit Abdul. Auch ein richtig cooler Typ, so off-cam, ich weiß, brauch ich nicht sagen. Hat richtig Spaß gemacht. Mir persönlich hat es Spaß gemacht, auch nicht im Fokus will ich das sondern wirklich auch mal im Hintergrund mir das Ganze anzugucken. War richtig, richtig geil. Für mich persönlich eine geile Erfahrung. Ich will gar nicht wissen, wie es für dich war. Die Zuschauer mit Sicherheit auch coole Einblicke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, unbedingt auch Abdul abchecken. Social Media Mann, aber vorrangig Fußballer. Vielleicht überlassen. Vielen Dank für Prime und Ronski, danke für 14 Monate. Vielen Dank. Lass ich dir einfach die letzten Worte. Mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht, hier zu sein. Mir ist auf jeden Fall alles gefallen. Und ich danke Ihnen auf jeden Fall. Und er will auf jeden Fall jetzt auch noch was sagen. Welcome to Valencia. Entschuldigung, thank you. Welcome to Levante. It's a pleasure for us. Thank you. Freunde, nochmal von mir ein großes Dankeschön, dass ihr es möglich gemacht habt, dass Abdul hier auf Levante ist. Mit seinem Namen an dieser Leinwand unfassbar, immer noch für mich nicht zu greifen. Wie gesagt, es war alles durch eure Unterstützung. Glaubt ihr,
Abdul wird Profi noch. Unterstützung. Vielleicht schaffen wir den nächsten Mann bei einem noch größeren Club unterzubringen. Und ich glaube, ihr wisst, wen ich da draußen meine. Wie heißt dein Trainer? Einsen. Wo? Bei Arsenal? Ja. Christian Joe. Also wir nennen ihn Mr. Joe. Kommentiert bei der Arsenal-Seite, wir wollen Mr. Joe bei Arsenal sehen. Mr. Joe? Ich hab gefühlt jede Folge von Fight the Pro gesehen, aber irgendwie Mr. Joe-Folge, ich kenne die nicht. Arsenal, Digga, wie cool wäre das? GGs an Abdul. War ein sehr geiles Video und war auch sehr professionell, Chat. Wie gut war das? Komm mal, wir machen ja gleich. Wie gut war das von den Kameradingern her und so? Also Kameraschnitten, bla bla, war sehr aufwendig, sehr viel Produktion, sehr viel auch so Hintergrund abgeklärt mit Leventi. Also ich weiß, was für Kopfschmerzen sind mit FC Leventi. Also mit so Prüfverein. Spiele organisieren und dürfen wir das machen, dann habt ihr aber nur das Zeitfenster, so ist sehr aufwendig. Dann freut mich sehr für Abdo, dass sowas geklappt hat. Drücken wir weiter die Daumen. Auf jeden Fall geiler Content. Ist ja klar, dass alles so Spaß ist, Chat. Wir alle wurden unterhalten, wie hat seinen Zweck erfüllt. Deswegen W ist einmal rein. Und das Liebe da beim Kanal. Yeah, yeah, yeah.